Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pearl Nuzlocke Challenge von Channel Norden. Ja, im letzten Part haben wir uns zwei Pokémon ins Team geholt. Ja, ich weiß, das ist der Y-Knopf. Nämlich Malphas und Rattenzahn, das Bidiza und das Staralili. Ich versuche hier mit meinem bösewichtigsten Namen halbwegs das Pokémon zu treffen. Und ich weiß, Rattenzahn ist der Ratte und kein Biber. Nutzinformation. Aber Bidiza ist mein Nagetier. Das ist das Nagetier-Starter der vierten Gen. Jede Generation hat als Normal-Starter ein Nagetier. Jede? Oder zumindest ein Kleintier. Ja, mindestens ein Kleintier. Ratzfatz, Visor, Zickzack, Spidiza, boah, Nagelotz. Und, was war denn mit der sechsten Gen? Das Kleintier-Starter der sechsten Gen. Sind mir gar nicht einfach, ist auch egal. So, jedenfalls hatte jede und, joa. Schauen wir uns doch mal ein bisschen Sandgeme um, weil ich habe keine Ahnung, wer mir was hier geben möchte. Und Sandgeme. Scheiße, ich glaube, am Seelaufer durfte ich gar kein. Pokémon fangen. Weil ich ja da theoretisch gesehen ja eigentlich Rasputin bekommen habe. Dann mache ich so, da ich ja Rasputin den Spitznamen erst in St. Geme geben konnte, zählt St. Geme als das Gebiet, wo ich Rasputin bekomme. So, okay, gut. Dann sind wir safe. Ich muss mir kurz die Regeln ein bisschen beugen. So, kämpfen, Pokémon sind da heilen. Sag mal was Neues, gib mir was. Nee, ja, schon klar. Erzählt mir das Neues. So, Action hier. Pokédex, ja. Schön für dich. So, hier haben wir das Haus, das relativ wichtig ist. Das Haus von Lucia. Und dieses Mädchen ist ja nach der eigentlichen Story relativ wichtig. Wer bist du? Oh, du bist Lon? Ach, dann beschäftigst du dich mit dem Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Weil dieses kleine Mädel, wenn wir das Spiel einmal durch haben, da kommen ja diese Pokémon-Massenbegegnungen. Und dieses Mädel. Geil, dann werde ich jetzt angerufen, ne? So, da bin ich wieder. Es ist vielleicht eine relativ blöde Idee aufzunehmen, wenn man Geburtstag hat. Da rufen irgendwie alle Leute an. Ach, egal, gut. Aber im Let's Player hat nur selten Freizeit sozusagen. Ah, Professor sei zurück und werfen mit der Mann, studieren die Zeiten, bla bla bla, Enkelkind, Sohn, bla, du kannst mich mal! Gib mir Items! Ich will Items! Items! So, Sandgeme, der Ort des Sandes, speichern, ja, okay, schön, ja, auch, ich weiß, dass ich cool bin, danke. Route 219, Loot, ein Gegengift, warum nicht? Route 219, mal sehen, ich glaube, zu jeder Route gibt es ja auch irgendwas zu sagen, oder? Sandgeme, nö. Schade. Schade. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf zu Route 202. Jetzt. Yay, so. So, und... Iep. Erklär mir bitte, wie man Pokémon fängt. Oh, stimmt. Leute, ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Rottverdamme. Ich fange eins und sie ist genau zu. Einverstanden? Sie genau zu! Dass man diese Fang-Tutorials einfach nicht überspringen kann, ist echt so... Ex. Ich meine, sie haben schon extra eingeführt, dass sie, wir haben schon zwei Pokémon gefangen, meine Teuerste. Wir wissen, wie das geht. Und bevor du überhaupt programmiert warst, wussten wir schon, wie das funktioniert. Naja, egal. Also... Ja, ist vielleicht ein Pokéball. Eigentlich nicht. Also, ein Tackle könntest du noch rausholen. Der Tackle hat weniger als die Hälfte Schaden gemacht. Und das nicht gerade knapp weniger. Also, es wäre wahrscheinlich gerade so ein roten Bereich. Vielleicht ein bisschen mehr im Fall, das war eben so. Aber egal. Ich erzähle zu viel wieder. Yay! Du hast ein Bidiza gefangen, was ich nicht mehr fangen brauche, weil ich ja schon bereits eins besitze.
Benitza wurde gefangen. Schön für dich. Ja, ja, du mich auch. Ich hab dich auch voll lieb. Siehst du? Ist das nicht klasse? Eigentlich sollte mein Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Sieht der Pokémon so viele KP wie möglich ab? Denn der Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du mit einem Pokémon-Attacke in einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, ist es noch einfacher zu fangen. Ja, die Fangrate verdoppelt sich nicht beim Schlafen und bei Paralyse, glaube ich, und bei Gefrieren um als 1,5-fache. Und dann, Lorne, für den Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Yay! Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn du viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde... Lustig. Aber jetzt musst du... Bis denn? Nein, ich hasse dieses Ding. Es ist Elektro, den Typ mag ich nicht so wirklich, und es ist Fee. Fee mag ich überhaupt nicht. So, und Pokémon 202 ist... Not interesting for us. It is a Staralili. So, los, Rasputin! Ich weiß auch, dass Rasputin nicht unbedingt der perfekte Name für ein Gelast ist, weil Rasputin war ja, Weißrusse? Er war nicht mal Weißrusse, er war, er kam aus Atlant, wo kam er nochmal? Aus der Tundra. Tiger Tundra? Da, wo es kalt ist. Der kam daher, wo es kalt ist. War gebürtiger Weißrusse, so war das. War ein Wunderheiler, der von der Zarin engagiert wurde, wegen diesem Blutungskrankheit des Zarensohnes Nikolai, des Zweiten. Und ja, das passt jetzt. Das sind alles nicht unbedingt Sachen, die man unbedingt einen Gelast zumuten würde, auch wenn es Synthese lernen kann. Ich glaube, machen wir auch mal einen DV-Gelast. Ja, ich mache ja auch derzeit ein bisschen DV, ein bisschen, aber. Ist nicht so viel Erfolg hier. Und ich glaube, unser erster Trainerkampf. Yay, so. Du bist ein Pokémon-Trainer. Auch ich bin ein Pokémon-Trainer. Unsere Augen haben sich getroffen, also müssen wir was messen. Gar nicht wahr. Du hast mich angesprochen. Das zählt nicht, Tenaga. Tenaga Gunther. Der Gunther ist das. So, er schickt uns ein Staralili Level 5. Kein Problem. Hat noch keine Funkattacke. Er hat es Ruckzuckzieht. So, Punkt. Was ist nicht benutzt? So, Tackle! Oh weh. Der Vogel macht 3 Schaden. Der tackelt uns. Oder so ähnlich. Och Gott, das heult er mich auch noch an. Nee. Heul mich nicht voll. Ohne Scheiß. Wie sieht das die Attacke? Die Attacke hat eine Trefferchance von, wenn ich richtig erinnere, 95. Fucking 95! Und ich verfehle natürlich! So, bitte sehr. Hattest du eine Trefferquote? Das interessiert mich jetzt. Hattest du eine Trefferquote von 95 oder? Attacken? Tackle? Ja, 95. Eine Stärke von fucking 95. Von 100 bei... 100 ist verfehlt in 10 Fällen. Vielleicht maximal einmal. Das ist in der Durchschnittsrechnung. Das heißt, es muss nicht genauso sein. Mein lieber Rasputin. Das ist gerade Level 8 erreicht. Das ist cool. Sehr schön. Und wir haben ein ziemlich... wie ich sehe, ist Gelast ziemlich bulky und auch relativ stark. Gunther ist für sich jedenfalls zu stark, einfach zu stark! Das ist die Macht von Rasputin! So, damit hat Rasputin sich erstmal eine kleine Pause verdient und Malefaz ist jetzt dran. Hat leider noch keine Flugattacke gelernt, wie ich ja schon gesagt habe. Tipps für Trainer interessiert mich nicht. So, eine Göre, wahrscheinlich. Was sehen wir denn da? Einen Trainer? Einen Kampf bitte! Kannst du gerne haben, meine teuerste. Meine teuerste Göre Nadine. Ah, okay. Hier haben die halbwegs vernünftige Namen. Und sie schickt uns einen Bidiza in den Kampf. Das ist, Tangier Level 3. Wow. Dennoch könnte es für Malphas reichen, ein Level 3 das Level 8 zu kriegen. Denn Malphas, also Staralili, braucht relativ wenig Erfahrungspunkte. Und, durch Trainer-Pokémon, die wir besiegen, und die machen die jetzt voll platt, bekommen wir ja ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als durch wilde Pokémon.
So ein wildes Vegeta gab uns 24 und ein Trainer-Pokémon gibt uns 36. Das heißt also, Trainer-Pokémon gegen das 1,5-fache, was sie ihre wilden Gegenstücke uns bringen würden. Ist auch mal interessant, das mal zu erfahren. Also, man weiß ja nur, dass es mehr sind, aber viel mehr. Das 1,5-fache also, interessant. Na, eigentlich nicht. Na gut, es ist nice to know. Sagen wir es mal so. Vegeta Level 3 kann nur Tackle. Es kann uns nur anrempeln. Die blöde Sau. Boah, hier voll, Alter. Mach hier vor ein Aggro, Alter. Ich mach dich kaputt. Meine Malfas-Lur macht dich voll kaputt, ey. Malfas, die Krähenhexe. Ich weiß, Starly, die ist keine Krähe, aber wie ich habe euch schon erklärt. Ich kann nicht gewinnen. Pech gehabt, gib uns deine Pocket-Dollars. So, ich versuche mal hier noch ein Pokémon zu fangen und nicht mir nicht geglückt. Wieder ein Vegeta. Ich glaube, auf Route 202 sind, glaube ich, die gleichen Pokémon. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber kommt, es soll sein. So, ich würde sagen, das darf ich Rattenzahn. Lass ich Rattenzahn machen. Unser Liebes in einer Rattenzähne. Und ja. Tackle! Ja, das macht das sogar ein bisschen Schaden. Und nochmal, Tackle! Was? Schon wieder! Jedes zehnte Mal im Durchschnitt! Und das war nicht mal das zehnte Mal! Und das ist richtig von Rattenzahn! Meine Fresse! Jedes zehnte Mal im Durchschnitt! Das ist eine Durchschnittsrechnung! Na gut, okay, ging jetzt auch daneben, aber trotzdem! Eine Durchschnittsrechnung! Die muss nicht komplett aufgehen! Meine Fresse! Ja, ich weiß, ich rede jetzt künstlich und grunde nicht darüber auf, aber komm schon. 95, 5 fucking Prozent! Das kommt, wie gesagt, 10 Fällen einmal vor! Allgemein jetzt! Ah, mein. Gut, ich bin ja froh, dass wir noch einen Step kriegen, da ich, dass der Rattenzahn ein Normal-Pokémon ist. Ja, was ist das Step? Same Type Attack Bonus. Same Attack Type, irgendwie sowas halt. Jedenfalls, dadurch, dass sie eine Normalattacke mit einem Normal-Pokémon einsetzen, haben wir fast Level 8 und. Ja, ziemlich stark und sehr schnell. Ja. Das braucht so viele verdammte Erfahrungspunkte. Das ist. Boah. Na gut, dafür kommt es jetzt erstmal nach vorne. Also, Step, Same Type Attack Bonus. Irgendwie so heißt das. Bedeutet so viel wie ein Pokémon vom Typ. Sagen wir es mal normal, wie jetzt Rattenzahn, benutzt eine Attacke vom Typ normal, wie jetzt Tackle und Druckschlag. Bedeutet, dass diese Attacke 50% stärker ist. Also das 1,5, nein, nicht 1,5-fache, sondern 50% stärker ist. Bedeutet, im Fall von Tackle haben wir gerade eine Stärke von 35. Ich glaube, der 15-Schein wurde sogar aufgestockt auf 40. Bin nicht, oder war schon aufgestockt? Nee, war vor 25, jetzt 35, so rum. Hat dann jetzt eine Stärke von 85. Das gleiche geht zum Beispiel, wenn ein Feuer-Pokémon Feuerattacken einsetzt. Oder ein, sagen wir es mal, zum Beispiel ein, Shelterer. Ein Gelass, eine Pflanzenattacke, zum Beispiel Rasierblatt benutzt. So, gegen wilde Pokémon brauche ich nicht wirklich kämpfen. Ich will nicht schon wieder die Sache machen, will. Du musst alle Pokémon bekämpfen, die dir begegnen. Nein, nein, nein. Wieder Starlady. Ich glaube, fast auf der Route gibt es auch nichts anderes als Starlady und, Vegeta. Wie gesagt, ich werde die Route halt so weiter noch durchreißen. Und ja. Und noch ein Trainer. Da steht noch ein Tenagger. Lasst uns kämpfen und ich werde gewinnen. Ja, Tenagger. Ja, die guten alten Zeiten von damals so. Und ich wusste, wie man jetzt die englischen Sachen noch. Logan. Oh, Shinox! Oh, oh, Knuffig! Shinox! Ist ein Elektro-Pokémon, ich weiß, aber es ist flauschig! Aber weißt du, was auch noch flauschig ist? Rattenzahn ist auch noch flauschig! Ah! Sogar flauschiger als du. So, Shinox ist jetzt ein Elektro-Pokémon. Das heißt also, sein Tackle kriegt keinen Step. Das heißt also, es ist tendenziell schwächer. Darum macht sein Tackle, obwohl es ein höheres Level hat, weniger Schaden. Als, ich sollte mein Handy gleich mein Ton ausmachen. Ah. Als, ja. Ich hab's dir gerade erklärt. Also, Step. Step halt, ne? Einfach Step.
So, wie gesagt, Shinox! Die ganze Zeit verraten Zahnstelle ausricht beim letzten Angriff, beim allerletzten fucking Angriff, ist Shinox schneller. What the fuck? Unnecessary Crits, das kennen wir auch alle. Na egal. Ganz gern hält 63, das ist verdammt viel. Nicht für Rattenzahn. Du bist. Wow! 80 Poké-Dollar. Ja. Kämpfen macht Spaß. Ich möchte mit verschiedenen Menschen. Schön. So. Shinox. Oh yeah. Na gut, es ist doch noch nicht viel. So, dann gehen wir mal auf Gebiet und. Theoretisch ist er auf der Route zu fangen. Bisher muss ich halt nur Pech gehabt haben. Und da haben wir noch einen, glaube ich. Ah, okay. Shinox! Starre Lili. Nix Shinox, nur Starre Lili. Na gut, okay. So, Rattenzahn braucht er noch ein wenig. Hier in Erfahrungspunkte, darum werde ich wahrscheinlich. Ich hatte keinen Rucksack. Ich dachte gerade echt, ich hätte mit Rattenzahn Rucksack hier. Nervig! So, Starre Lili bleibt da, ja, Starre Lili bleibt, ist und bleibt so rum. Ja, ein Flug-Normal-Pokémon, während Rattenzahn will sich so wie die Fass, weil ich mir kennt ja auch noch den Wassertyp annimmt. Das gleiche gibt es ja auch für Gelast. Nein, es wird nicht so ein Wassertyp. Trank gehalten. Cool. Ja, wir sind kurz vor Jubelstadt. Da brauche ich jetzt nicht heilen. Gibt es hier einen Rivalenkampf? Nee. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hi, Lord. Thanks to Pokémon. Ich denke, du wirst dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du mehr fangen würdest. In Jubelstadt gibt es eine Trainerschule, die. Du weißt schon. Leute, du sollst sie besuchen. Du bekommst dort und da bekommst du wertvolle Informationen. Ach ja, Pearl ist auch die Trainerschule aufgebrochen. Nun, dann mach's gut. Weißt du eigentlich, dass du ziemlich nutzlos bist? Nutzlose Informationen, du bist, nutzlos, ja. Useless. Useless bist du. So, dann heil mal meine Pokémon. So, ich werde noch einen Versuch wagen, dort ein Pokémon zu fangen. Und ich werde noch mal kurz gegen den Trainer dort kämpfen. Wenn es denn deiner gewesen wäre. Und ja, dann geht's auch zur Trainerschule, weil da müssen wir. Und ich glaube, da haben wir unseren ersten Rivalenkampf gegen Pearl. So. Du bist kein Trainer. Ja, okay. Ja, gut, okay. Das ist auch noch eine Sache. Pokémon hier in dieser Generation tauchen dann zu verschiedenen Tageszeiten auf. Darum werde ich wahrscheinlich auch so machen, dass ich ab und zu mal morgen, tagsüber, ab und zu mal abends spiele. Weil es kann durchaus sein, dass das gewerkte Herr Shinox ja auch nur zu verschiedenen Tageszeiten auftaucht. Kann sein. Oder ich habe einfach nur massig Pech. Was ich schon fast eher glaube. So, ich mach doch dieses Ratten. Ich mach dieses Rattenzahnblatt. Nein, dieses Biberzahn. Der einzige Biber, der mir sonst noch einfällt, daneben wäre übrigens auch der Biber aus Süß und Strolch. Oder? Nee, Gopher ist ein Murmeltier. Wie hieß denn doch der Biber aus Süß und Strolch? Wahrscheinlich wissen die meisten oder nicht einmal, wer Süß und Strolch sind. Also wenn ich jetzt vor allen Dingen, wenn gerade hier vor allen Dingen etwas jüngere Leute zuschauen, dann könnte es sogar sein. Was jetzt nicht unbedingt traurig ist, es ist nur eine Schande! Nee, Spaß beiseite. Nee, es ist halt so, weil, die Medien entwickeln sich nochmal weiter. Und ich würde sagen, ich würde sagen, ich mache off-camera noch Rattenzahn auf Level 8. Weil es dauert ja nicht mal lange. Und ich würde sagen, im nächsten Part begeben wir uns zur Trainerschule. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Starre Lili. Tag. Wir sehen uns doch beim nächsten Mal, wenn es wollt. Macht es gut!